CoreGamer Production, willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain. Ich bin Saul. Ich bin der Roxer. Und wir kommen gerade an einen wunderschönen Tatort an mit Charakter Nummer 3. So sieht's aus. Ich habe nur den Namen vergessen. Aber ich weiß, dass mir seine Passage am besten gefallen haben im Spiel. Ja, das war der Detektiv, Ermittler Wilson. Wilson heißt er nicht, aber ich nenne ihn jetzt einfach so. Ja, der hatte doch auch irgendwie so ein Problem mit Drogen oder so, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, die mussten sie nehmen, damit sie hier diese erweiterten Realitäten und so verarbeiten konnten. Ja, irgendwie sowas war das doch. Aber der war auch irgendwie krank. Der hatte auch eine Krankheit. Unheilbare. Okay. Ich Blake, hab den Namen irgendwo. Blake. Nee, Blake hieß er nicht. Lieutenant Carter Blake. Das ist er. Wieso heißen immer alle Lieutenant Carter? Jetzt schon. Die sind ja bestens informiert. Ja. Gott, meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen. Wenigstens für den Moment. Genau, du musst ja hier was präsentieren. Verdammter Regen. Hat nicht aufgehört, seit ich hier bin. Hier wird's mir echt gefallen. Das ist unsere Stadt. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Aha, Jaden. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Okay. Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Wir müssen nur kurz was einstellen noch. Was denn? Gehen wir in eine Option rein, bevor wir weitermachen. Kontrasteinstellung. Aha. Und hau mal das auf Maximum. Meinst du? Bestätigen, ja. In den letzten Aufnahmen ist mir schon aufgefallen, aber jetzt haben wir so eine extrem dunkle Passage und dann später wegen der Verarbeitung auf YouTube und alles. Man kennt das doch, durch die Komprimierung erscheint das Bild dann noch dunkler als jetzt. Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, hier ja, Heavy Rain ist halt ein sehr düsteres Spiel. Nein, wir können auch nichts dafür. Ja, es pisst halt wie auf einmal die ganze Zeit. Ah, da ist er. Die Sonnenbrille aufgesetzt bei Nacht. Sie sitzt. I will Video Memo my ein, Agent 47023, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Scheiße, und 2011 war damals noch Zukunft. Kannst du mal sehen, ne? Ja, das Spiel ist seit 2008 rausgekommen, 2011 hatten wir schon solche Möglichkeiten. Ich frag mich, was wir 2011 gemacht hatten. Bestimmt halten sie alles unter Verschluss. Denk dran, mit R1 kannst du die Perspektive wechseln, ne? Nee, kann ich nicht. Mit R1 mache ich scannen. R2 meine ich. Oder? Ohne direkten Bezug R2. Zur Ermittlung. Der Scan wegen gestörter. Ich kann nicht dabei stehen bleiben. Doch, muss ich. Musst du nicht? Muss ich wohl. Musst du nicht? AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Sehr gut. Ins Zelt kannst du gehen. Ja. Oh, ans Zelt. Hey, Sie da! Was machen Sie? Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Und kommen Sie, Jaden? Nein. Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein.
Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt. Wie die anderen. Gibt es irgendwelche Spuren? Meine Leute untersuchen den Tatort genau. Wenn es Spuren vom Mörder gibt, finden wir sie. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Okay. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Nein, nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu! Hey, Jaden, Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Ist klar. Ich mochte den nicht. Er war ein dummer Sack. Was haben wir denn da? Unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Unwichtige Probe haben wir. Kannst hier mal links an den Hügel gehen. Ist nicht links. Ja, ich will mal aber erst die Leiche angucken. Ich weiß, da den Hügel kann man hoch. Das weiß ich auch noch. Was hat er denn jetzt für ein Problem? Pfütze. Seine tollen Lackschuhe werden beschmutzt. Beschmutzt. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab, aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Warum denn wohl? I'm the Scanner. Ich fand das damals geil, diese Möglichkeit, dass man so hier Verbrechen löst. Ja, klar. Das passt ja auch voll rein, ne? Ja. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich Postmortem. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Okay, ich glaube, wir sind fertig, ne? Ja, das war's. Dann gehen wir mal zum Hügel. Ich hatte ich schon untersucht, ne? Will ja hier nichts verpassen, ne? Du kannst noch Fußspuren in der Nähe der Gleisen finden. Ja, irgendwo hier aber, ne? Wenn ich mich richtig verhindere. Aber weiterhin war das. Ah, da. AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Ist wohl das Ende der Spur. Aber hier ist doch was. Ja,
Er muss erst ausgehen. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Analyse bestätigt Blut von der Leiche. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Ja, das waren die ja, die du meinst, ne? Ja, ja. AI-Eintrag. Es gibt Blutspuren, und zwar am Zaun hinter den Bahnschienen. Sie stammen vom Opfer. Die Leiche hat vermutlich den Zaun gestreift, als der Mörder hier mit ihr entlang gekommen ist. Ah, jetzt kommt gleich wieder Quicktime-Scheiße da. Festhalten. Erstmal vollsaugen. Man muss ja auch ein bisschen was tun. Ins Kreis loslassen, R1 und so weiter. Step 1 geschafft. Ja, gut, dass ich schon vorhin in die Pfütze reingetreten bin. Der an wie er aussieht, wie eine Sau, Alter. Genau, verteil den Schlamm aus der Hand noch ein bisschen mehr. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Ohne Scheiß, da fühlt man sich gleich wieder wie bei Dexter. Ne? Wieso? Weiß ich nicht, meine nicht. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Glaubst du, ja? Hier kannst du nichts mehr finden. Und ab nach unten. Ich glaube, es kommt auch noch mal. Ja, ja, L1, R1. Achso, drücken, ne? Nee, antippen. Immer im Wechsel. Ich bin total unfähig. Naja, immerhin sieht das Muster nachher einheitlich aus. L1, R2. Es wechselt auch. Ach, L1. Ich will die ganze Zeit diesen. Ja, aber die wechseln. Gerade eben war L1, L2. R1, L2 und L1, L2, R1. Ich glaube, wir sind fertig. Ja, ja, du kannst wieder zurück zum Lieutenant gehen. Erstmal will ich die Brille absetzen. Warum? Lass die Brille auf, mitten in der Nacht. Hallo, wir sind Matrix. Damit wir den Schlamm besser sehen. Scheiß auf den Schlamm. So, hier ist Blakey. Hey, Blakey. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nee, wir hauen auch ab. Gehen. Nein, das reicht mir. Ich fahr dann auch. Und zieh mich dann erstmal wieder neu an. Der wühlt sich gleich in der Pfütze und sagt, boah, bin ich sauber. Di-di-di-di-di. Ja, doch, war richtig. Naja, fast. Guck dir das, was denn? Ab in mein Brummbrumm. Ja genau, mit der schlammigen Jacke erstmal schön in die Karre setzen. Es gibt doch ein Bild wie bei Trevor. In GTA 5. Ja. Dieses Wohnzimmer. Oh Gott! Ich weiß nicht, was da passiert ist.
super geil. War für mich eine der Highlight-Szenen aus GTA 5. Ohne Scheiß. Ja, von Mal zum Normal wurde es ja immer schlimmer da. Ja. Hat da voll die Redneck-Bude rausgemacht. Ja, ich fand das cool mit Wade, wie er da so sagt. Ich hab keine Ahnung, wie das passiert ist. Ist auch total vom Unglauben. Das ist wie das Müsli und Trevor, das ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben. So, was sehen wir denn hier? Eine Fledermaus. Ich sehe einen Schmetterling, aber wir sagen Fledermaus bei Batman. Ein Wolf. Wegen Geralt. Okay. Ein Wolfskopf. Klingen. Scharfe Klingen. Den Tod aus Darksiders 2. Tod. Stecken, Terror. Angst. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Kannst aufstehen. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Also kann ich auch Dings werden, wenn mir das schon gesagt wird, was da. Ja, entscheide dich. Ich weiß, er ist wirklich unglücklich. Oder unglücklich. Er kann nicht verstehen, warum ich ihn scheinbar nicht lieben kann. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich will nicht mehr leben. Ich habe einfach keinen Grund mehr. Nicht mal Ihren Sohn Sean? Ich konnte Jason nicht retten. Sean braucht keinen Vater wie mich. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Blackouts. Sind Ihnen Fälle von gespaltener Persönlichkeit nach einer Gehirnerschütterung bekannt? So wie Menschen, die etwas tun, sich aber nicht mehr erinnern, als ob sie es nicht selbst waren. Wir wissen, dass in bestimmten Fällen ein heftiger Schock manchmal ernsthafte psychologische Störungen auslöst, wie Schizophrenie zum Beispiel. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Also ganz ehrlich, wenn man so beim Psychodok... Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Also so kann doch jeder Psychiater werden, oder nicht? Auf jeden Fall. Mit so einem Gerät, der dir sagt, okay, Angst, Selbstmitleid, dies, das. Kein Problem. Ja, komm, Ben. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Kind ist genauso deprimiert wie wir. Aber wir sagen an dieser Stelle see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Heavy Rain. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.